Die Bundesliga gilt als physisch sehr harte Liga. Schreckt einen das ein bisschen ab oder ist es eher Herausforderung? Das Zweite, dafür fallen hier sehr viele Tore, weil die Mannschaften eher offensiv sind. Ist das irgendwo dann auch der Anreiz, hier mitzuspielen? I think it's no, I'm not scared to play in the Bundesliga. I'm aware of there's a really strong competition, but it's also one of the reasons I came here. And like you said, it's also important that I play in a good team, an offensive team. So I think I can use my qualities very good in this team. So. No, it's a big competition. I'm aware of that, but no, I'm not scared. I think we're a good team and we don't have to be scared of any team. Also im Grunde genommen sagt er, dass diesen Wettbewerb nicht schreckt. Das war ihm auch schon klar, dass es ein relativ harter Wettbewerb hier sein kann. Und wichtig ist für ihn, offensiv zu spielen. Und er weiß, dass er das mit diesem Team entsprechend umsetzen kann und möchte dafür auch seine Qualitäten nutzen. I think in the youth teams in Holland, you normally play with one striker. So I did this almost my whole life. But last year in Bergamo, we played also a lot of times with two strikers. So I've trained the whole year also like this. So for me, I can do both. I think in Frankfurt we also have other good strikers, so I think it can also be a possibility to play together or to play with two strikers. But this is for me, I can play both ways. But it's of course what the trainer wants to see this season happens. Also im Grunde genommen hat er schon von der Jugend auf in Holland gelernt, dass mit einem Stürmer gespielt wird. Also er im Grunde genommen alleine als Stürmer auftritt. Aber in Bergamo haben sie natürlich auch trainiert, dass eine Doppelspitze oder zwei Stürmer da sind. Und er weiß, dass hier in Frankfurt auch andere gute Spitzen sind. Und er ist auf beides eingestellt. Also er kann beide Systeme entsprechend umsetzen. Ja, in der Geschichte gab es schon viele großartige niederländische Stürmer. Gibt es da unter deinen Landsleuten ein spezielles Vorbild oder sonstiges Vorbild für deine Karriere? Do you have among your players from the Netherlands one idol you played with or you adore very much from the Netherlands? Yeah, I've trained in PSV. I've trained with Van Nistelrooy. He was my trainer. So when I was young, he was the striker of the national team. So he was one of my idols then. And also Dennis Bergkamp. I've watched a lot of his like movies about him and DVDs. So when I was younger, I watched a lot. Of course, I think I didn't see him play live, but no, I've watched a lot of Dennis Bergkamp. He's like one of my idols in Holland. Gut, ich glaube, das wurde gerade schon verstanden, wer sein Idol ist. Und natürlich aber auch ein Van Nistelrooy, den er als Jugendlicher entsprechend verehrt hat.